In der Reihe Deambulation und Linie besuche ich jetzt den Eugen Schöberl im Garten. Eugen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Du bist der Eugen Schöberl. Ja. Du bist Lichtarchitekt, stimmt's? Schönes Wort, ja. Stimmt das? Kann man so bezeichnen. Was heißt denn das? Oder was ist denn ein Lichtarchitekt? Der Begriff ist von dir. Echt? Lichtarchitekt hast du gefunden, oder? Weiß ich nicht. Hast du das nicht du? Nein. Ja, ich weiß nicht, du hast mal gesagt, du hast Architektur studiert. Ich habe Architektur studiert und beschäftigt mich mit Licht. Und du hast dann Lichtarchitekt draus gemacht. Aha. Okay. Gilt das? Ja. Stimmt so für mich. Was beschreibt denn das, was stimmt? Die Kombination von Licht und Architektur. Und was machst du konkret? Ich gestalte Räume mit Licht. Mhm. Insofern die Kombination von Architektur und Licht. Und du bist damit selbstständig, ja? Ich bin damit selbstständig. Für wen zum Beispiel machst du das? Für unterschiedliche Auftraggeber, von Architekten bis Bauherren, Überarchitekten oder aber auch Theatergruppen und Veranstaltungsorganisationen. Mhm. Das heißt, man kann dich buchen und du inszenierst das Licht? Man kann mich kaufen. Das ist deine Dienstleistung, ja? Genau, das ist deine Dienstleistung. Und wie lange machst du das schon? Mit Licht arbeiten tue ich seit vor 15 Jahren. Mhm. Und mit Architektur machst du eigentlich nichts. Aber du verwendest deine architektischen. Ja, ich verstehe die Arbeit mit Licht und das Gestalten mit Licht sehr räumlich. Mhm. Und daher die Verbindung und das räumliche Denken, das bei der Architekturausbildung natürlich entsprechend geschult wurde. Mhm. Und kannst du gut davon leben? Ja. Ja. Du bist jetzt auch da im GAFT eingemietet? Ja. Wie lange schon? Ich war der Letzte von der ersten Runde. Das heißt, ich war... Du bist schon lange da? Ja. Vier. Echt? Sind's wow. Vier? Ich weiß nicht, wie lange gibt es das GAFT? Weiß ich auch nicht. Ja. Mhm. Müssten wir jetzt Friedel fahren. Der Friedel ist ja der GAFT-Gründer. Sozusagen. Mhm. Einer der Hauptinitiatoren. Wie viel Zeit verbringst du da? Regelmäßig oder unregelmäßig? Ja, eigentlich regelmäßig relativ viel. Wie viel? Ja, ich bin eigentlich schon, also außer ich habe irgendwelche Termine außerhalb, bin ich auf jeden Fall zu den normalen Bürozeiten da. Mhm. Und darüber hinaus. Manchmal, wenn es sein muss. Und für welche Theatergruppen machst du Licht? Im Moment gerade für das Theater Teig, mhm, oder die Tanztheatertruppe Attendance. Grazer alles? Das sind alles Graz, hauptsächlich. Also die Auftritte, die Gruppen, mhm, sind in Graz stationiert und die Auftritte, mhm, sind österreichweit, kann man sagen. Mhm. Teilweise auch international. Also deine Arbeit ist aber hauptsächlich am Computer und dann in der Umsetzung vor Ort, oder? Ja, das, also im Architekturlichtbereich, das ist natürlich sehr viel Planungsarbeit am Computer. Mhm. Im Theater ist es eher so, dass es dann schon auch konkretes Arbeiten vor Ort ist, wo man dann Scheinwerfer in die Hand nehmen muss und das Licht einstellen muss, das Licht programmieren muss und dann auch die Vorstellung betreuen. In den meisten Fällen. Manchmal ist es nicht notwendig. Bist du da sehr penibel oder anspruchsvoll, was das betrifft? Im Gegensatz jetzt zu keine Ahnung. Aber ich denke mir, ich habe immer das Gefühl, du bist da voller Profi, was das betrifft. Ja, ich versuche schon professionell zu betreiben. Also auch, dass du so, keine Ahnung, dass dir halt Sachen auffallen, die im normalen Licht, also wir haben ja schon mal zusammengearbeitet und oder schon öfter und da, dass du halt irgendwie so spezielle Vorschläge machst, wie man das inszenieren kann, ist mir aufgefallen.
Ja, also ich glaube, das Spezielle, vor allem an meinem Zugang zum Licht einfach eben das Räumliche ist. Mhm. Und ich da den Raum sehr, sehr weit verstehe, also einfach architektonische Ebene, mhm. mehr oder weniger. Macht dir das Spaß? Ja, schon. Was ist denn das Beste an deiner Arbeit? Das Beste an meiner Arbeit ist, dass man es normalerweise wieder ausschalten kann. Das Licht? Ja. Aha. Also es ist praktisch eine Arbeit, die dann getan ist und die dann fertig ist. Oder? Nein, dass man einfach im Theater vor allem es einmal ausschalten kann und nochmal probieren kann. Ah ja. Ohne dass man wie in der Architektur gleich Wände niederreißen muss. Mhm. Okay. Sehr interessant. Danke. Bitte. Jetzt noch eine Frage. Ja. Wie ist es mit der Faulheit in deinem Leben? Mit der Faulheit? Mhm. Und warum? So, das ist so eine Frage, die stelle ich allen. Ja. Wie hat Faulheit in deinem Leben Platz? Ich bin manchmal schon ganz gerne als faul. Ja? Ja? Kommst du dazu? Ja. Regelmäßig? Man muss sich die Zeit zum Faulsein einfach nehmen. Danke.